Wir kommen gleich zur nächsten Kategorie. Es gibt eine neue Kategorie beim Big Brother Award. Globales Datensammeln wird jetzt ausgezeichnet. Gut, da fallen einem ganz schnell einige Kandidaten ein, aber es kann nur einen geben. Ja. Wer den Big Brother Award in dieser Kategorie bekommt, sagen nun Rena, Tangens und Padelun vom... Nein, nicht mehr Füllbutt. Jetzt heißt es ja Digitalcourage. Digitalcourage. Können wir alle mal sagen? 1, 2, 3. Digitalcourage. Ja, es muss nicht, ne? Aber die beiden sind immer noch die gleichen wie früher. Herzlich willkommen, Rena. Herzlich willkommen, Padelun. Also gut, der Big Brother Award in der Kategorie der neu geschaffenen globales Datensammeln geht an Larry Page, Sergey Brin und Erik Schmidt von Google Inc. Mountain View, USA. Also bei diesem Preisträger kritisieren wir nicht einen einzelnen Datenschutzverstoß. Wir prangern auch nicht einzelne Sätze in den Geschäftsbedingungen an. Nein, der Konzern selbst, sein globales, allumfassendes Datensammeln, die Ausforschung aller Nutzerinnen und Nutzer als Wesenskern des Geschäftsmodells und sein de facto Monopol, das ist das Problem. Google muss zerschlagen werden. Google wird von den meisten von Ihnen immer noch als Suchmaschine gesehen. Google ist inzwischen aber etwas ganz anderes. Google ist zuallererst ein global agierender Werbekonzern. Da kommen die Milliarden her. Alle anderen Angebote sind dem untergeordnet. Und sie dienen entweder dazu, möglichst viel über die Zielgruppe herauszufinden oder sich ein cooles Image zu verschaffen. Das coole Image ist zum einen gut fürs Business und zum anderen verleiht es Google die Aura der politischen Unangreifbarkeit. Also in Googles eigenen Worten klingt der Unternehmenszweck natürlich ganz anders. Das Ziel von Google besteht darin, die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Das ist ein Machtanspruch, denn im Klartext heißt das, Google eignet sich alle Informationen der Welt an und nutzt diese. Denn Informationen, die man nicht hat, kann man ja auch nicht organisieren und nicht nutzbar machen. Nein, und wir zählen jetzt nicht hier alle Dienste auf, die Google so betreibt und die wir nutzen. Das können Sie in zig verschiedenen Büchern und Zeitungsartikeln auch selber nachlesen. Im Werbemarkt, im Netz, hat Google mittlerweile so etwas wie ein Monopol. Wer wahrgenommen werden will, muss sich irgendwie mit Google arrangieren und zum Beispiel Geld für AdWords bezahlen. Das sind die bezahlten Suchergebnisse, die man auf einen Suchbegriff bekommt. Oder wer mit den Inhalten der Webseite selbst Geld verdienen möchte, nimmt die Dienste von Googles AdSense in Anspruch, damit kontextabhängige Werbung auf den Seiten eingeblendet wird. Und installiert dann Google Analytics auf seiner Seite, das alle Besucherinnen und Besucher der Webseite erfasst und registriert und damit an Google ausliefert. Das Geldzahlen ist nicht schlimm. Schlimm ist, dass es quasi keine Alternative gibt. Denn Google hat weltweit einen Anteil von mehr als 75% im Suchmaschinenmarkt und in Deutschland über 90%. Normalerweise kommen immer gut gemeinte Ratschläge, nicht so viel über sich im Netz preiszugeben. Die laufen allerdings hier ins Leere. Denn die Informationen, die Google von uns sammelt, stellen wir überhaupt nicht bewusst online, sondern sie fallen nebenbei an, so en passant. Google nutzt nach Insiderangaben mindestens 57 verschiedene Kennzeichen, an denen es uns erkennt. Viele davon auch, wenn wir einfach nur die Suchmaschine oder Maps oder YouTube nutzen, ohne als Kunde bei Google angemeldet zu sein. Welche Kennzeichen das sind,
wird nicht offengelegt. Wahrscheinlich sind das IP-Adresse, Browser, Betriebssystem, Bildschirmauflösung, installierte Schriften, sozusagen der Browserfingerabdruck, aber möglicherweise auch, ob wir per Autovervollständigen vorgeschlagene Suchbegriffe akzeptieren, wie lange wir uns eine Ergebnisseite anschauen oder wie oft wir uns vertippen. Google weiß, wer wir sind, wo wir gerade sind und was uns wichtig ist. Google weiß nicht nur, nach welchen Begriffen wir vorher gesucht haben, sondern auch, welche davon wir tatsächlich angeklickt haben. Google weiß minutiös, an welchem Tag, zu welcher Zeit wir wach waren, für welche Personen, Nachrichten und Bücher wir uns interessiert haben, nach welchen Krankheiten wir recherchiert haben, welche Orte wir besucht haben, welche Videos wir uns angeschaut haben und welche Werbung uns angesprochen hat. Auch wenn wir selber nicht mehr wissen, was wir an einem beliebigen Datum des letzten Jahres getan haben, Google weiß es. Und nicht nur über uns, sondern über Milliarden anderer Menschen auch. Googles Rasterfahndung ist überall. Dabei ist Google schon längst über das Internet hinausgewachsen. Erinnert euch, Google hat Autos mit Kameras durch die Welt geschickt, um ungefragt Momentaufnahmen des Straßengeschehens und Häuser abzufotografieren, abzubilden. Und Google hat dabei auch noch gleich WLAN-Daten mitgesnifft. Und das war natürlich von Google nicht so gewollt, haben sie gesagt, sondern das Versehen eines einzelnen Programmierers. Und mit ihrem neuen, hippen Produkt Google Glass, eine Datenbrille, die Bilder, Videos und Ton aufzeichnen und an Google senden kann, werden es ab Ende des Jahres dann technikverliebte Konsumenten sein, die als menschliche Drohnen Daten für Google sammeln. In der S-Bahn, auf der Party, in der Redaktionssitzung. Einmal von links nach rechts geguckt. Und dann könnte die Gesichtserkennung via Google mitlaufen und registrieren, wer alles in meiner Umgebung sitzt und beiläufige oder auch vertrauliche Gespräche aufzeichnen. Sie brauchen nichts mehr einzutippen. Google weiß, wer Sie sind, was Sie sind, wo Sie sind, was Ihnen wichtig ist und wer Ihre Freunde sind. Aber Google würde doch nichts Böses damit tun, oder? Googles Motto lautet schließlich Don't be evil, frei übersetzt, tu nichts Böses. Selbst wenn wir Google glauben würden, diese angehäufte, detaillierte Profilsammlung über Milliarden Menschen ist eine Gefahr an sich. Denn was passiert, wenn Aktionäre von Google plötzlich mehr Geld wollen oder wenn Google an einen anderen Konzern verkauft wird? Was passiert, wenn die Daten in richtig böse Hände geraten? Und welche Regierung, welcher Geheimdienst wäre nicht scharf auf diese Informationen? 2012 zum Beispiel gab es 42.000 staatliche Auskunftsersuchen an Google, mehr als ein Drittel davon von den amerikanischen Behörden. Wissen Sie, was 2012 der häufigste Suchbegriff bei Google war? Es war Facebook und YouTube. Nicht besonders aufregend, denken Sie jetzt wahrscheinlich, aber das ist es, denn das zeigt eine sehr gefährliche Tendenz. Google ist für sehr viele Nutzer der zentrale Anlaufpunkt oder der zentrale Startpunkt im Netz geworden. Die Leute, die Facebook eingeben, wollen nämlich gar nicht über Facebook recherchieren. Die wollen einfach nur auf die Facebook-Seite gehen. Und die tippen auch gar keine richtige Webadresse mit facebook.com mehr ein, sondern die schmeißen alles in Google. Und womit Google über jeden ihrer Schritte im Bilde ist. Und wie kommt das nun? Das ist die sanfte Macht des Faktischen. Denn mittlerweile ist Google bei den meisten Internetbrowsern als Standardsuchmaschine eingestellt. Und natürlich können Sie die Einstellung ändern, aber wer tut das schon, wenn alles so wunderbar funktioniert? Vor Jahren wechselten viele Nutzerinnen und Nutzer vom Internet Explorer auf den Open-Source-Browser Firefox, um sich vom bösen Software-Riesen Microsoft zu befreien. Doch wie frei ist Firefox wirklich, wo doch der Löwenanteil der Firefox-Finanzierung von Google kommt? Schon 2011 bekam die Mozilla Foundation
130 Millionen Dollar jährlich von Google. Das machte 85% der Einnahmen aus. Inzwischen zahlt Google 300 Millionen jährlich dafür, dass Google die Standardsuchmaschine des Firefox-Browsers ist. Die Einzelheiten der Vereinbarung zwischen Mozilla Foundation und Google fallen unter das Geschäftsgeheimnis. Wenn es also ums eigene Business geht, will Google dann doch nicht mehr alle Informationen zugänglich und nutzbar machen. Gleiches, also Intransparenz, gilt auch für die Suchalgorithmen und die Merkmale, die über Nutzerinnen und Nutzer von Google erfasst werden. Im März 2012 fasste Google mal eben im Handstreich die Datenschutzbestimmung ihrer mehr als 60 verschiedenen Dienste zu einer einzigen zusammen. Rührend, wie Google beteuerte, dass dadurch jetzt nicht mehr Daten gesammelt würden. Denn wer wüsste besser als Google, dass das Verknüpfen von Daten aus unterschiedlichen Quellen die Daten erst so richtig wertvoll macht? Was bedeutet das jetzt für Sie? Zum Beispiel, dass der Name Ihrer dienstlichen Mailadresse mit den lustigen Videos, die Sie auf YouTube verknüpft wird, die Sie privat unter Pseudonym hochgeladen haben. Sozialer Kontext, verschiedene Facetten unserer Persönlichkeit, informationelle Selbstbestimmung. Für Google haben Nutzer nur eine einzige Identität und damit basta. Eine andere Firma mit so viel Überwachungspotenzial hätte Probleme mit ihrem Ruf im Netz. Nicht so Google. Wo immer Google kritisiert wird, eilen die Fans herbei. Nicht Google sei schuld. Das ist halt die Natur des Internets. Der Service sei doch toll. Okay, das ist er auch. Die Nutzer wollten das doch so. Und überhaupt sei doch jetzt alles viel offener. Und wenn es dir nicht passt, kannst du ja selber programmieren lernen oder umziehen. Google macht Informationen zugänglich, und zwar gratis. Und das macht sie beliebt. Gleichzeitig installiert sich Google als zentraler Informationsmittler und wird nach und nach zur unverzichtbaren Grundversorgung. Und da mag kaum jemand drüber nachdenken. Ja, Google lässt uns kostenlos ins Legoland. Aber es macht sich dabei zum omnipräsenten Türsteher, der alle und alles registriert und nicht mehr aus den Augen lässt. Google spielt dabei sehr geschickt mit dem Image, frei und offen zu sein, suggeriert, dass fortschrittliche Technik auch mit fortschrittlicher Politik einhergehe. Es ist cool für Programmierer, beim Google Summer of Code dabei zu sein, und sie tragen die T-Shirts noch Jahre später. Jugendliche, die zu Googles Hackathon nach Brüssel kommen, werden offiziell im Europäischen Parlament begrüßt, bevor sie dann in die Google-Räume weitergebracht werden. In Brüssel trifft sich die In-Crowd von Mitarbeitern der Europaabgeordneten regelmäßig in Googles Räumlichkeiten zum Flippern, Schnacken, Bier und Hipsterbrause trinken. Das ist nett, aber es ist auch das, was Lobbyisten Landschaftspflege nennen. Auch die Wissenschaft wird bedacht. Für die Humboldt-Universität in Berlin griff Google in die Kaffeekasse und spendierte 3,5 Millionen Euro für das der Universität nun angegliederte Institut für Internet und Gesellschaft. Völlig unabhängig sei das Institut, sagt Google-Verwaltungsrat Erik Schmidt. Logo. Wir nehmen nicht an, dass sich die dort arbeitenden Wissenschaftlerinnen so einfach von Google kaufen lassen. Sie haben auch schon vorher an für Google höchst interessanten Themengebieten geforscht, zum Beispiel Urheberrecht. Und dass eine Professur, die sich bisher an der Humboldt-Uni kritisch mit Informatik in Bildung und Gesellschaft befasst hatte, nun nicht mehr in diesem Themenbereich besetzt wird, denn es gibt ja schon das Google-Institut, tja, da kann doch dann Google nichts dafür. Dann gibt es noch das Collab, den Think Tank von Google in Berlin, der Wissenschaftlerinnen und Aktivisten zu interessanten Themen zur Diskussion einlädt, ja, und einbindet. Erst gerade hat das Collab beim Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung angefragt, ob man nicht gemeinsam Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl im September 2013 erarbeiten wolle. Zusammen mit der größten Vorratsdatenkrake der Welt? Geht's noch?
Nein, Google ist nicht Verteidigerin des freien Netzes, sondern ein Konzern mit höchsteigenen Partikularinteressen. Diese Datenkrake fördert das freie Netz gerade so lange, wie es ihrem Geschäft mit dem Beifang nützlich ist. Und wir? Uns trifft zumindest Mitschuld, dass wir uns so einfach einwickeln lassen. Für unsere Blauäugigkeit, für unseren kleingeistigen Geiz, für unsere ist mir doch egal, was da passiert, solange es mir nicht direkt schadet Haltung, für die Art und Weise, wie wir unser Gehirn nicht einschalten, um Besseres hervorzubringen. Wir verhalten uns wie Peter Schlemihl aus dem gleichnamigen Märchen von Adelbert von Chamisso. Peter Schlemihl überlässt darin einem freundlichen Herrn seinen Schatten im Tausch gegen einen nie versiegenden Geldbeutel. Das ist das alles gratis, ne? Schlemihl hatte seinem Schatten nie eine große Bedeutung beigemessen. Doch sobald er keinen Schatten mehr hatte, merkte er, dass seine Mitmenschen ihn verachteten und mieden. Gern würde Schlemihl den Schatten zurücktauschen. Doch da zeigt der freundliche Herr sein wahres Gesicht und ändert flugs seine AGB. Er will den Schatten gegen Geld nicht mehr zurückgeben, sondern nur noch im Tausch gegen Schlemihls Seele. Sobald der Schatten in seiner Hand ist, ist es vorbei mit der Freundlichkeit und heraus kommt die Arroganz des Monopolisten. Auch Googles Nettigkeit hat abrupt ein Ende, wenn es um das Kerngeschäft geht. Im März diesen Jahres verbannte Google den Adblocker, also den Werbeblocker Adblock aus seinem Android App Store Google Play. Und derweil öffnen wir gerne unsere Türen und Toren und Firewalls und nehmen die Danaa-Geschenke an, die die listigen Hellenen aus Mountain View so nett vor uns ausbreiten. Wir werden teuer dafür bezahlen. Google ist ein trojanisches Pferd. Glauben Sie, dass Google nicht evil ist? Vielleicht meinen Sie es ja nur gut. Doch Ihr kalifornischer Technokratentraum hat einen totalitären Anspruch. Wenn Sie es nicht glauben, dann hören Sie doch Google selbst einmal genauer zu. Originalzitat von Erik Schmidt. Wenn es etwas gibt, von dem Sie nicht wollen, dass es irgendjemand erfährt, sollten Sie es vielleicht ohnehin nicht tun. Wer sich ständig beobachtet fühlt und annimmt, dass die gespeicherten Informationen ihm oder ihr irgendwann schaden könnten, wird zögern, Grundrechte wie freie Meinungsäußerung oder Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. Wenn das passiert, ist das keine Privatsache mehr, sondern das schadet der Allgemeinheit und einer lebendigen Demokratie. Noch ein O-Ton von Erik Schmidt. Ich glaube, dass die meisten Menschen von Google keine Frage beantwortet haben wollen. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen. Und hier wird's gruselig, denn wir ahnen, was Google alles von uns wissen muss, um das zu bewerkstelligen. Menschen sind flexibel und reagieren auf ihre Umwelt. Wer ständig beobachtet, registriert, vermarktet und von speziell auf sie oder ihn abgestimmten Vorschlägen und Angeboten begleitet wird, verändert mit der Zeit das Verhalten und richtet es nach den Erwartungen derer aus, die seine Daten auswerten. Manipulation wird möglich, die wir in unserer Filterblase gar nicht mehr als solche erkennen. Und noch ein Zitat, diesmal von C.G. Brin. Wir wollen Google zur dritten Hälfte ihres Gehirns machen. Und Larry Page hat auch noch was Nettes gesagt. Die Suche wird ins Gehirn integriert werden. Schließlich werden Sie ein Implantat haben. Und wenn Sie über etwas nachdenken, dann wird es Ihnen die Antwort sagen. Hier geht es nicht mehr um persönliche Spielräume, die jeder und jede für sich aushandeln könnte, sondern hier geht es um Grundrechte, die nicht verhandelbar sind. Es geht um Gemeinwohl und Demokratie. Was hätten denn die Bewohner Trojas damals mit dem hölzernen Pferd tun sollen? Kassandra hat ihnen damals geraten, es zu verbrennen. Ich sag, zerschlagen. Und genau das müssen wir mit Google tun.
Wir sind in den 80er Jahren aufgebrochen, allen Menschen die Macht über ihre eigenen Rechner und ihre eigenen Daten zu ermöglichen. PCs, persönliche Computer, wurden ein intelligentes Werkzeug für alle. Freiheit, Abenteuer, unendliche Weiten. Vorher durfte Mensch mal gerade an dummen Terminals was eintippen, die an Großrechner angeschlossen waren. Inzwischen sieht es aus, als ob die Befreiung nur eine Phase gewesen sei. Wir sind auf dem besten Weg zurück zur Großrechnertechnologie. Google wird der gigantische Supercomputer und unsere Smartphones, Tablets und Netbooks sind die Dumm-Terminals von damals im neuen Design. Was können wir tun? Wir könnten schon mal anfangen, andere Suchmaschinen zu benutzen. Kennen Sie eigentlich schon MetaGer, XQuick, Startpage, Yandex, DuckDuckGo oder TinEye? Entdecken wir die Vielfalt. Wir sollten unsere Briefe, Strategiepapiere und Kalkulationstabellen lieber auf einen eigenen Server legen, anstatt bei Google Docs zu lagern. Und wir sollten uns einen freundlichen kleinen E-Mail-Provider suchen und diesen für den Service bezahlen. Geben wir unserer Bequemlichkeit einen Tritt und erobern wir uns unsere Mündigkeit wieder. Ach ja, unser Online-Leben wird weniger bequem werden. Aber es wird lebenswert werden. Oder? Bleiben. Bleiben. Und was kann die Politik tun? Warum werde ich danach gefragt? Nur weil ich in der Enquete war? Okay, schön. Schön, dass die europäischen Datenschutzbeauftragten, zum ersten Mal überhaupt gemeinsam gegen ein Unternehmen vorgehen. Nämlich gegen Google. Weil Google sich nämlich schlicht weigert, rechtlichen Anforderungen nachzukommen. Doch wo sind die Europaabgeordneten, die den Scharen von Lobbyisten aus den USA eine Absage erteilen und sich für die europäische Datenschutzverordnung einsetzen, die den Namen verdient? Wo sind die Politiker, die die Tragweite des globalen Informationsmonopols begreifen und verdammt nochmal handeln? Monopole müssen reguliert werden. Und Dienste, die sich zu einer Quasi-Grundversorgung ausgeweitet haben, gehören unter öffentliche Aufsicht. Wir brauchen einen gemeinsamen Suchindex, mit dem dann alle Anbieter von Suchmaschinen, auf den alle Anbieter von Suchmaschinen zugreifen können. Unterhalten und gepflegt von einer europäischen Stiftung mit öffentlichem Kapital. So hätten kleine Firmen mit wenig Geld, aber guten Ideen für die Websuche eine Chance und es gäbe endlich wieder einen Wettbewerb. Und was soll Google tun? Liebe Googles, dass ihr innovativ sein könnt, habt ihr bewiesen. Und jetzt lasst es doch mal mit der Weltherrschaft sein. Hört auf, Menschen wie Gemüse zu behandeln und nutzt doch euren Innovationsgeist für etwas wirklich Anspruchsvolles. Nutzt ihn für die Entwicklung anderer Geschäftsmodelle, die das Netz und die Gesellschaft fördern und nicht auf Ausforschung und Ausbeutung unserer Persönlichkeit beruhen. Herzlichen Glückwunsch, Larry Page, Sergey Brin und Erik Schmidt von Google. Jemand von Google da, der den Preis entgegennehmen möchte? Nicht? Aber ich weiß ja, ihr informiert immer die Preisträger vorab. Das habt ihr auch bei Google getan? Ja, wir haben das getan. Wir haben natürlich Google angeschrieben und das ist schon lustig. Also Google Incorporation, Peer Meyerdix, das ist der Datenschutzbeauftragte. Ich habe jetzt mal nur eins der Schreiben mitgebracht, ABC-Straße 19 in Hamburg. Die Straße ist korrekt, ich habe auf Google Maps nachgeguckt. Da stehen die ganzen Mitarbeiter, auf Street View halt nachgeguckt, da stehen auch alle Mitarbeiter und winken und der Brief ist nicht zustellbar, er ist zurückgekommen. Übrigens auch die Faxe und
Telefonisch haben wir erfahren, dass der Pressesprecher von Google, Herr Keuchel, noch nie was vom Big Brother Award je gehört hat. Okay, vielen Danke. Dank.